So, Leute. Jetzt muss er gucken, wie das funktioniert. Falle. 6. Da muss der dann durchlaufen. Und der ist nur Level 1. Gibt es nur Level 1er Hasen? Oha, die sind alle Level 1. Da muss er dann auch noch durchlaufen. Ha! Ich habe meinen ersten Hasen gefangen. Ich höre dich auf, bevor ich alle habe. Ah, ich habe ein Kaninchen. Das war weiblich, Leute. Ich brauche männlich, männlich, weiblich. Männlich, männlich, weiblich, weiblich brauche ich. Mal, da ist noch ein Hase. Da hinten ist noch einer. Was ist, bist du denn hier für einer? Aber da in dem Gebüsch wird schwierig. Wieso hakt denn das jetzt so? Zu sehen, kann, wie ich hier... Level 1 bis 5. Aber es ist... Ist das Level beim Vermehren, ist das wichtig? Bitte korrekt, eine Zahl über der Moorrübe. Ja, okay, stimmt. Da ist noch ein Hase. Ich muss erst mal sehen, was das für ein Geschlecht ist. Oh, das ist ein Männchen. Guck mal, da hätten wir schon ein Pärchen zusammen. Ich will nichts riskieren. Ich soll gerade drauf zulaufen. Das liebe Kaninchen. Wie weit kann ich denn da ran? Vor allem, ich sehe nichts. Ach, das schläft. Ja, hüpf mal weg. Okay, ist weg. Vorwärts auf jeden Fall da reingelaufen. Diese Lecks sind nicht schön. Da ist noch ein Karnickel. Und da auch noch. Ist alles voll. Oh, Junge. Da ist noch ein Weibchen. Okay, danach dürfen wir nur Männchen. Zack, Junge. Okay, das heißt, wir haben jetzt zwei Weibchen. Jetzt brauchen wir noch zwei Männchen. Din, 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 din. Das ist das auf jeden Fall, Männchen. War alle nur Level 1. Frei findest du meistens Level 1 an Spots. Was meinst du mit Spots? Guck mal, das wird mein Männchen hier. Du wirst mein Rammler. Sehe nix. Och, was ist das denn für ein Kack-Rammler? Der rennt immer durch die... Jetzt brauchen wir noch ein Männchen. Steht der überhaupt... Hat er weiblich, weiblich, männlich? Okay, okay, okay. Da habe ich ja. Hier ist ja ein Spot. Da, hier ist ein Hasenspot. Aber trotzdem alles nur Level 1er. Was ist denn da so rot auf der Map? So, das ist mein Punkt vom Pfeil, wa? Das ist mein Pferd. Bist du ein Männchen? Du bist ein Weibchen, dich möchte ich nicht. Da ist ein Männchen. Du gehörst mir. Peter, beruhige dich. Ah, komm zu Daddy. Ach, jetzt habe ich es erschreckt. Das hängt so ein bisschen. Hier soll ich das Gras schleiche. Sehr schön. Okay, wir haben 4 Kaninchen, Leute. 4 Kaninchen, 2 Männchen, 2 Weibchen. Ab zum Gaul. Und let's go zurück. Na, gucken wir mal, ob die sich lieb haben. Ob die sich vermehren. Ja,
Meine Frau möchte gerne mit mir ausgehen. Hoffentlich komme ich wieder. Allen noch einen schönen Nachmittag. Tja! Meinst du, sie vergräbt dich im Wald oder was? Dann viel Spaß beim Ausgehen. Yeah. Ihr habt gesagt, ich bräuchte noch... Also ich muss Viecher töten für Dingsbums. Für bessere Tierhaut. Was bleibt einfach stehen, die Sau. Gott, ey, im Vergleich zu Icarus sind das Welten. Was das Schießen hier angeht. Mit was kann ich denn das eigentlich nochmal ernten? Brauche ich da ein Messer oder so? Einfach mit der Axt. Primitive Tierhaut. Wenn ich jetzt einmal hier bin, hier sind ja voll viel, ist ja voll viel Wild. Okay, Pferde will ich jetzt nicht unbedingt killen. Messer, ich hab da aber. Ach ja, ich hab ja ein Messer. Das ist halt krass, wenn man so oft das Spiel wechselt. Mit Icarus und dann wieder das hier und dann wieder Icarus und dann wieder das hier. Dann kommst du echt ein bisschen durcheinander. Aber hier waren halt viele Hirsche und sowas. Guck, da hinten. Dann lohnt sich das ja eigentlich, hier noch ein bisschen Haut mitzunehmen, oder? Muss halt nur erstmal wieder reinkommen ins Hunting. Aber ich brauche halt bessere Haut. Primitive. Toll. Nur primitive Haut. Was scheiße. Chat, was dreht ihr mir hier an? Wie sie dann immer stehen bleiben. Ist jetzt mein Bogen kaputt? Oh no! Strohseile brauche ich. Dafür brauche ich Fasern, also Gras. Ja, komm, dann lassen wir das. Bei. Ich habe ja die Sichel dabei. So, Seile. Bitte alle, die du so kannst. Und eins noch. Hallo Freaky, willkommen im Stream. So. Geht hier jemand kaputt hier? Nö. Und dann vermehren die sich in meinem Kaninchenbau, oder was? Da bin ich ja mal gespannt wie ein Flitzebogen. Aber wieso kriege ich keine bessere Haut? Man muss hier extra wieder draufziehen. Bloß nicht so ein Dings treffen. So ein Wildschwein, dann ist hier wieder Rambazamba. Ja. Rohes Fleisch. Ich will doch bessere Haut. Wieso kriege ich keine bessere Haut, Chat? Bei Wildschweine schaffe ich doch nicht. Bei Wildschweine bin ich zu Lobob. Na komm, wir gehen erstmal zurück und lassen die Hasen frei. Was wäre ganz cool, wenn eigentlich mal hell wird. Dieser Sattel. Ja.
Umso höher das Tier, umso mehr die Wahrscheinlichkeit und umso besser die Ressourcen. Okay. Schweine ab Level 30 geben zum Beispiel Fett ab. Ja, aber Schweine schaffe ich doch noch nicht. Machen wir uns doch nichts vor. Ihr wollt mich nur sterben sehen. So, da können wir mal den Dings hier wieder wegmachen. Kann ich das entfernen hier? Wie kann ich die Markierung entfernen? Da machen wir uns so nichts vor. Ihr wollt mich nur sterben sehen, ihr Schweinchen. So, da sind wir wieder zu Hause. Wo war denn hier meine Tür eigentlich? Ich habe doch hier ein neues Tor eingebaut. Hier drüben war das. Hä? Ich finde mein eigenes Eingangstor nicht mehr. Ich müsste mal nach Nord, Süd, Ost und West eine Tür bauen, oder? Ach, guck mal, hier geht's rein. Einmal dran vorbeigeritten. Dann hätte man nämlich nach jeder Dings, zu jeder Himmelsrichtung einen Ausgang und einen Eingang. So, dann können wir gleich mal zu den Dingsbums abbiegen hier. Für die auf YouTube, ich habe gleich nochmal Metall und so weiter mitgebracht. So, und hier haben wir jetzt den Stall. Und da können wir die jetzt wahrscheinlich reinpacken, oder was? Geht das so? Oder wie läuft das? Muss ich die freilassen? Ne, fallen lassen. Favorite Food? Wie geht das, Chat? Geht das? Ah, gibt's doch. Wenn ich den so ein Futter gebe, dann geht das wahrscheinlich schneller, oder? Gewöhnliches primitives Futter? Also zumindest besser als Gras. Nein, E drücken. Das Radmenü. Ah, okay. Okay, dann nehme ich die wieder raus. Kaninchenbau benutzen. Nee. Oha, was denn jetzt? Ach so, meinst du das? Dass die NPCs dann dahinter stehen? Ja, gut, das finde ich jetzt aber nicht so schlimm. Hä? Ach so, warte mal, da stand noch was links. Tiermedizin? Put the animal into... Ja! 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 Und ja! Sind die jetzt da drin? Kaninchenfutter. Hä, das ganze Gras ist jetzt weg? Oder die wollen Kaninchenfutter haben, oder was? Aber es hat nicht funktioniert. Warte, ich muss es hier gedrückt halten, wa? Und dann Kaninchen auswählen. Verstehe. Ist gar nicht so einfach. Diese Technik. Aber wisst ihr, was ich schade finde? Dass man die nicht sieht. Dass die hier nicht rumhoppeln. Schade. SD-Net, herzlich willkommen. SD-Net, willst du mich nicht essen? SD-Net? und jetzt brauchen die das Futter hier, oder was? Kaninchenfutter. Und wo kann ich das herstellen? Tierfutter und Medizin. Feeding Animals, Restfodder made. Habe ich doch bestimmt hier irgendwo bei. Zack. Da, Kaninchenfutter im Mahlstein. Hä, aber wo ist denn jetzt mein Gras hin? Hier waren doch übelst viel Gras drin, oder nicht? Ist alles weg? 200 Gras? What? Bin kein Kannibale. Esst ihr nicht? Warum nicht? Gras reinpacken, dann Feeding drücken und das Gras reingeben. Ja, das Gras ist weg. Da waren 200 Gras drin, ist alles weg. Lul. Oha, ich sterbe gerade, Leute. Habe ich nur am Bluten erkannt, weil die Hunger hat. Oha. Habe ich noch Holz in der Tasche? Nee. Ich müsste mal das Pferd mitnehmen. Ich habe schon wieder so viele, sag mal. So viele
Sachen zu tun hier in dem Spiel. Es ist... Kann das eigentlich mit reinkommen? Cool, war mit. So. Ja. Eines Pferdchen. Nicht mehr folgen. Hier können wir einmal Kupfer reinpacken. Und nochmal 1000 herstellen. Und dann haben wir... Zum Glück habe ich dich getroffen. Haben wir hier auch noch Zeugs drin. Ah, guck mal, da können wir auch schon wieder ordentlich was herstellen. Über 50, 58 Stück. Genau, so viel dazu. Im Pferd war jetzt nichts weiter. Dieser Sattel ist halt einfach nur das Kunst. Das ist Kunst. Chat. Was triggert euch denn dieser Sattel so? Verstehe ich nicht. So, den anderen Quatsch packen wir hier rein wieder. So, dann nehmen wir uns mal Hartholz mit. Und hier hatten wir noch die Grashüpfer. Brauchen wir so ein bisschen Überblick. Deswegen muss ich mir das da mal runterziehen. Das geht nicht anders. Und ich muss, ja. muss mir nämlich mal Essen craften. Kochen. Wie auch immer. Das Hasenfutter ist ihr bevorzugtes. Aber wie hat. Die haben doch jetzt nicht 200 Dingsbums gegessen. Alles. Die haben doch jetzt aber nicht 200. Ich ernähre mich hauptsächlich von menschenähnlichen Lebetieren aus Supermärkten und ich glaube, du willst doch weiterleben oder kannst du jetzt nicht mehr, wenn ich dich esse? Naja. Nee, nee, einigen wir uns darauf, dass du mich lieber nicht isst. So. Aber im Mahlstein könnte ich jetzt rein theoretisch Hasenfutter herstellen. Tatsächlich. Wow, lul, wie viel das braucht. Weizen, Soja, Bohnen, Kuchen. Ja, nee, ist klar, Digi. Ja, ich vergesse wir mal ganz schnell wieder. Die können ganz normal Gras essen. Wie jedes normale Kaninchen auch. So fangen wir hier gar nicht erst an. Aber wieso ist das weg? Boah, was entsteht hier denn? Animal... Ach hier, der Fell. Und Kaninchenheu. Wow. 0,8% Food immer und... Animal Number. Batch Feeding. Wo, was muss ich machen? Ich Batch Feeding machen? Und wo ist das jetzt quasi? Achso, 0,003 pro Sekunde. Komfort ist 61. 30 Stück können es insgesamt werden, okay. Was kann man hier mit dem Dings machen? Import an item to make Fox... Ah! Fodder. Da kannst du Fox-Fodder machen. Das heißt, als nächstes müssen wir dann die Füchse zähmen, oder was? Sag mal, das war ja im... in der Werkbank. Kann ich ja dieses andere Fuchs... Gehege bauen. Oh, Pferd, stopp. Bitte nicht mehr folgen, da stehst du eigentlich ganz gut. Genau richtig, hätte ich eh nicht. Dafür seid ihr Streamer zu wertvoll. Ihr wollt eure Fans begeistern mit euren Skills. Naja. Naja. Das kannst du so nicht sagen. Es gibt ja immer zwei paar Streamer. Die einen, die wollen mit Skills punkten und die anderen, die sind einfach nur da und haben Spaß und bringen gerne die Leute zum Lachen.
Ich zähle eher zu zweiterem. Außer bei Ikarus, da würde ich sagen, habe ich schon ein paar Skills. So, ansonsten gibt es genau hier noch den Fuchsbau. Das klingt doch auch noch am Plan. Richtig, Füchse, Schweine, Hirsche, Wölfe, Bären und so weiter kannst du zähmen. Ja, Füchse würde ich jetzt auch gerne noch machen, tatsächlich. Das machen wir in der nächsten Folge auf YouTube. Vielen Dank erstmal fürs Zusehen. Damit beende ich erstmal die Folge. Lasst ein Däumchen da und wir sehen uns dann zur nächsten Mist of Empires Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin macht's gut. Tschüss.